Hallo, willkommen zurück zu Minecraft. Weiter geht's. Jetzt streamt Nina. Also, ich glaube, sie hat das jetzt auch für YouTube aufgenommen. Ja. Zumindest den Part jetzt hier. Also, ihr könnt das jetzt basically beides nebeneinander aufmachen. Und beide Ansichten gleichzeitig schauen. Es ist einfach ein Drollen. Toll, ne? Technik, die begeistert. Ja. Ich habe jetzt hier gerade mal 2 Fichtensetzlinge gepflanzt. Ich hoffe, dass sie da gleich mal wachsen, weil ich habe noch keine Knochen. Sehr schön. Wieso streamen du und Lukas nicht gleichzeitig? Weil das immer so ein bisschen anstrengend ist, parallel zu streamen. Weil man dann nicht so gut den Chat lesen kann und so weiter. Also weil, wenn dann beide mit dem Chat reden, dann ist es immer so ein bisschen doof. Deswegen haben wir uns jetzt heute erstmal für so entschieden, dass wir halt so streamen. Genau. Also prinzipiell ist es für euch ja sogar besser, weil dann mehr auf euch eingegangen wird. Genau. Also manchmal ist es auch cool, aber irgendwie ist es so, ich finde es so auch mal cool. Und ich finde es auch cool. Genau. Odin, danke noch für das verschenkte Sub und Prinzessin, danke für deine 12 Monate. Vielen, vielen Dank. So, ich bin mal gespannt, wann du mit deinem Haus anfängst. Ja, ich auch, aber ich habe schon einen Plan. Also, hast du jetzt gerade gehört, ich habe hier jetzt Fichte gepflanzt. Weißt du, was übrigens lustig ist? Du sprichst jetzt viel lauter als eben. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ich kann, also irgendwie... Also, es ist nicht schlimm, aber es ist mir gerade direkt aufgefallen, dass du eben irgendwie viel leiser geredet hast. Ja, weil sie also, nein, nicht in-game, sondern als du noch nicht gestreamt hast. Das meine ich. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Warum ist meine, das so? Man weiß meine es nicht. Moderatorenstimme. Hallo! was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, ich wollte noch kurz die Story zu der Fichte erzählen. Ich war eben ganz lange auf der Suche, also das heißt ganz lange, aber ich war ein bisschen länger auf der Suche nach Fichte, weil hier im Umkreis sind nämlich ganz viele tolle Nadelbäume und man denkt so, ach toll, Fichte. Weil ich finde Fichte immer zum Bauen am schönsten. Aber wir haben diese Biome So Plenty Mod drin und deswegen ist das ein Tannenbaum. Es ist keine Fichte. Und deswegen musste ich sehr lange suchen und habe dann so einen Maple-Lock-Baum gefunden, womit man dann diesen Sirup hier bekommt. Und davon habe ich dann Saplings für die Fichte bekommen. Und die habe ich jetzt gerade hier gepflanzt, damit wir dann da fröhlich mitbauen können. Genau. That's it. So. Ja, in anderen Streams möchte man dann ja auch nicht so rumschreien und so. Du bist ja auch leiser in meinem Stream. Ich komme ja gar nicht zum Reden. Ja. Nein, das war ein Spaß. Was möchtest du erzählen? Ich möchte gar nichts erzählen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch die anderen Basic-Hölzer, weil es gibt halt super viele Sachen, die wir jetzt nicht craften können irgendwie. Ja, ich habe ja Birke noch gefunden. Allerdings ist da von der Biome So Plenty Mod ein Setzling rausgefallen. Aber der hat trotzdem den Birkenstamm. Ja, das ist ja egal. Es geht um den Stamm nur. Also dann Hauptsache pflanze ich das Holz. Den jetzt einfach mal und dann gucken wir, ob das klappt. Also ist das dieser hier. Yes. Es gibt auch, ach Benander, guck mal, mach's gut. Die Dächer sind tatsächlich auch, ich dachte, es gibt nur Holzdächer, aber es gibt tatsächlich auch Steindächer. Die sind nämlich wirklich cool. Hast du die schon mal angeschaut? Die gibt's ein bisschen wie im Planet Zoo. Die gibt's auch in verschiedenen Steigungen. Also es gibt normal, low und cool. Steep Base Roof. Und dann gibt's sogar auch noch schräge Fenster, die du da reinbauen kannst. Also es ist prinzipiell so wie die Sachen, die du auch im Planet Zoo hast. Das finde ich richtig cool. Also ihr werdet das ja über die Zeit sehen, was Lukas da alles mit reingepackt hat. Also er hat wirklich richtig geile Mods rausgesucht. Ich überlege jetzt gerade, wo ich den Baum hier hinpflanze, weil der halt gelb ist und das soll natürlich auch... Ja, aber du kannst ihn ja auch sonst erstmal einfach platzieren. Und also das sind ja jetzt Bäume, die wir ja erstmal zum Ranzüchten benutzen und die reißen wir dann später wieder ab eigentlich. Wenn wir nicht zu faul sind natürlich. Ich mache jetzt einfach mal ein paar hier. Au, ach, das sind Beeren. Ups, au. Oder mache ich das... Basic Minecraft Knowledge und Nina rennt erstmal in den Bärenstrauch rein. Tai Tai, danke schön für die 17 Monate. Vielen, vielen Dank. So. Pizza, das freut mich ganz. Ich habe mir irgendwie gar nicht überlegt, wie ich das bauen soll hier. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist das gut für dich, dass du jetzt nicht streamst, weil du dann besser darüber nachdenken kannst. Also ging mir zumindest ebenso. Ich kann nie nachdenken. Ja, außerdem werde ich ja trotzdem verfolgt. Ach so, stimmt, du hast ja die Aufnahme laufen. Stimmt, ja. Weil ich habe eben auch ganz viel einfach rumgestanden und habe überlegt und so. Also alles wie immer. Alles wie immer, ja. Wo ist Lukas im Game? Hier. Ach so, ich wollte ihn ja noch kurz zeigen. Wo bist denn du? Bist du gerade zu Hause? Ja, aber ihr dürft mein Haus nicht angucken, weil ich bin noch nicht sicher, ob ich da so... Es ist gerade kritisch.
Also wir haben ja hier oben die Map, falls, ja, ihr könnt das sehr gut sehen. Und der weiße Punkt ist Lukas, aber ich sehe den weißen Punkt nicht. Ich bin bei meinem Home. Ah, da. Ah, okay, ich glaube, ich. Ja, man kann das, glaube ich, auch noch einstellen, dass das größer ist, aber ich weiß nicht. Cupcake-Mädel, danke schön für die Elfen. Wie? Man kann doch, kann man nicht irgendwie jetzt auch Blöcke so craften, dass die von allen Seiten Rinde haben? Oder bin ich da gerade überfragt? Fehlinformiert, nicht überfragt. Da sind die Minecraft-Profis gefragt. Oh, Emma, lass dir den Spargel schmecken. Lecki, lecki, lecki. Hä? Ah ne, das war jetzt ein Tannenbaum wieder, ne? Es ist einfach ver... Kann man, okay. Hallo, das bin ich. Das ist der Luki. Dreh dich mal um. Das ist eine Schildkröte. Ist das nicht süß? Du, warum hast du nicht volles Leben? Weil ich bin aus Versehen in den Busch gerannt. Also, ach, das war die Look Story. Look at this. Kann ich einen Screenshot machen? Wie geht das nochmal? F2. Nee, du bloß doch hier bleiben. Ach so, ach, von uns beiden. Du kannst auch ja, ein Selfie wollte, machen. Ja, aber ich wollte, dass du jetzt kannst du noch ein Stück zu mir kommen. Toll. Eigentlich wäre es aber cooler, Nina. Ach so, warte, ich will das GUI noch ausmachen. Wie geht das nochmal? F1. Eigentlich wäre es cooler, wenn wir einen Rucksack auf hätten. Dann sehen wir aus wie so. Leute, es gibt, wir haben auch. Nee, super so. Wir haben auch, das habe ich eben noch gar nicht erzählt, fällt mir gerade ein. Wir haben auch ganz, ganz cool. Das ist ein Texture Pack. Also wir haben auch drei Texture Packs hier drin. Und das eine Texture Pack davon ist dafür da, dass wenn wir. Also wir haben eine normale Rüstung, es gibt ja die 5 oder 6 verschiedenen Rüstungen, weiß gerade nicht genau wie viel. Und man kann die jetzt im Amboss ja umbenennen. Also nicht, kann man schon immer. Und wenn wir die bestimmten Namen geben, dann werden daraus neue Rüstungen, also neue Skins für die Rüstung. Es ist die gleiche Rüstung, aber es sind neue Skins. Und diese Skins sind so geil. Richtig nice. Also wartet ab, bis wir die ersten Rüstungen haben und das machen können. Das ist, sieht richtig nice aus. Also Nina weiß auch noch nicht, wie die aussehen. Ich habe auch noch nicht alle angeschaut. Übrigens, wenn ihr das Modpack runterladet, ist da auch automatisch die Welt drin, in der ihr das angucken könnt, welche also die Showworld sozusagen, Showcase von dieser Mod. Da könnt ihr dann reingehen und könnt euch alle Armors angucken, könnt gucken, wie die heißen. Ist also auch gut dabei. Wir wurden gerade Zeuge eines Mordes, Lukas. Eine Kuh? Wir brauchen noch Leder. Nee, Lukas, nein, ein Bär hat einen Wolf getötet. Ja, die Natur. It's a circle of life. Wie kann es eigentlich sein, dass schon wieder Nacht wird? So findet man das Modpack. Guck mal, Blackhead hat das direkt ausgelöst. Ja, aber das ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cool, was Lukas parallel erzählt hat. Ja, nee, ich warte jetzt noch, bis ich ins Bett gehe. Das ja, ist ja, nein, es ist zu früh. Das dauert also, mir immer zu lang. Der Shader ist halt sehr dunkel, deswegen denkt man immer, dass es so früh schon dunkel ist. Aber es ist noch Dämmerung. Ist die Fichte, wie lange dauert das, bis ein Baum gewachsen ist? Keine Ahnung, aber am besten machst du es einfach mit Bone Meal, ne? Ja, aber ich habe kein Bone Meal. Oh nee, doch nicht. Oh Mann, ich dachte, das wäre ein Bienenstock. Och, wie toll wäre das denn gewesen? Direkt hier bei mir. Aber in der Zeit, wo die Sonne untergeht, kann ich euch ja. Josi, hallo! Kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich mir auf Pinterest rausgesucht habe, was so mein Inspo so ein bisschen ist. So der Vibe für mein Haus. Achso, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Lukas und ich bauen diesmal nicht direkt zusammen. Also wir bauen halt in einem Dorf zusammen, aber bauen halt auch so ein bisschen getrennt, damit wir nicht wieder da komplett durchspeedrunnen. Und ja. Ich habe hier gleich schon alle Bäume weggekloppt irgendwie. Ja, so viel zum Thema nichts gegen Brandrodung, ne? Ich brande das ja nicht weg, ich benutze das Holz ja. Florentina, hallöchen und Lissa, hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Nein, man braucht dafür keinen starken PC, es sei denn, ihr installiert den Shader, der ist aber eh nicht im Modpack. Also prinzipiell, ihr braucht ein bisschen mehr RAM, also Arbeitsspeicher, weil ihr halt die Mods ladet, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Also ihr braucht da, das ist nicht ein Riesenunterschied, solange ihr wie gesagt nicht die Shader, also eigentlich ist der Shader das, was am meisten Leistung braucht. Also wenn Minecraft so bei euch normal gut läuft, dann wird das auch mit den Mods noch relativ gut laufen, wenn ihr genug Arbeitsspeicher habt. Also, während ich jetzt hier im Bettchen liege, zeige ja, ich das jetzt mal auch kurz. Ins Bett. Also, das hatte ich, fand ich schön. Nur einmal so. Bitte Fokus. Fokus, Zack. Please. Das fand ich richtig toll. Also, dass man da so einen Steg hat irgendwie. Und ich fand aber das so auch richtig schön.
So. Also das ist auf, ach so, hä, warum habe ich das wieder gewechselt, bin ich doof. Das fand ich auch richtig schön, das ist auf dem Wasser quasi. Also ich will so ein bisschen eine Kombi aus den allen so machen, damit das dann halt trotzdem noch unser eigenes ist. Das hier zum Beispiel fand ich auch richtig hübsch. Also so ein bisschen der Vibe. Oh, Josi, Alter, geil. Was brauche ich denn? Genau, Wasserblockhütte, das war so das, woran ich gedacht habe. Und dann schauen wir mal, was der Luki da alles für tolle Mods noch drin hat, womit wir dann auch noch bauen können. Und ich dachte mir, das ist jetzt, also dass ich dann halt mit der Tanne super bauen kann, so, weil die ist ziemlich hell. Das finde ich richtig schön dann im Kombi mit der Fichte. Weil ich mag, dass es die Fichte so ein kühleres Holz ist. Das mag ich im Real Life nämlich auch sehr gerne. Lukas mag immer eher so wärmeres Holz und ich mag immer so eher kühleres Holz. Und euch scheint es auch... Nina, ich habe meinen Ausgleich schon fertig. Nee. Du bist hier... Nee, war auch ein Spaß, habe ich nicht. Aber übrigens, Kerstin, Hallöchen. Als Holz, als... Übrigens, erstens, also zwei Sachen. Wenn du kühles Holz magst, ist die Tanne übrigens noch kühler. Ja, ich baue ja mit beidem. Und zweitens finde ich den Stamm von der, also ich mag das nämlich nicht so gerne, das kühle Holz von der Tanne hier. Also wenn das als Planke ist. Hm. Ich habe es gerade ernsthaft gesagt. Kann's ja. Euch. Aber ich finde den Stamm so eigentlich das, ziemlich cool. Ich finde beides richtig toll. Ach, jetzt habe ich die Dings auch weggemacht. Das ist auf jeden Fall die Planke vom Tannenholz und das ist das, was hier halt überall wächst. Deswegen können wir das halt super benutzen. Ja, Josi, ich freue mich auch ganz, ganz doll auf die Streamies. Wir bauen jetzt ein Haus, genau. Das ist die erste Base. Also wir haben auch noch keine Eisenutensilien oder so. Also wir fangen wirklich gerade erst an. So. Genau. Schön, dass ihr alle da seid. Elpis Flower, Hallöchen. Finde deinen Stein-Erd-Mix-Haus, Mix in deinem Haus interessant. Das hat tatsächlich Lukas gebaut. Also er ist nur ausgezogen. Was habe ich gemacht? Das Haus, worin ich schlafe. Das hast du gebaut. Ach so, ja. Habe ich mir besonders viel Mühe gegeben. Hier, und das ist von dem Texture Pack zum Beispiel, dass hier das halt so über, also dass der Übergang so gemacht wird. Wisst ihr, was ich meine? Sieht einfach super geil aus. Dass das halt nicht einfach ein Erdblock jetzt ist, sondern dass das halt so fließend übergeht. Richtig schön. Und das ist eine Mod, dass das halt hier angezeigt wird. Das ist die Just Enough Items Mod, glaube ich, ne? Nee, die hieß früher so, aber das ist... welche meinst du jetzt? Dass das an der Seite alles angezeigt wird. Ach so, ja, das ist die, richtig. Aber das oben, also, ja, das richtig. Ist, here is what I'm looking at oder... Nee, weder noch. What am I looking at? Ja, es ist, keine Ahnung, diese Mod wurde schon 80 Mal neu gemacht, weil immer die Entwickler keinen Bock mehr hatten und dann, ja. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt heißt, ist aber einfach ein Modpack drin. Ladet euch einfach das Modpack und let's go. Michelle Lüchen. Genau, übrigens, ich finde es als Boden doch geil. Also ich habe es jetzt gerade mal benutzt, das Holz. Also meine Tanne. Wand würde ich davon jetzt nicht machen, aber als Boden finde ich es geil. Mann, wir sind so viel am Quatschen schon wieder. Ich mache hier gar nichts irgendwie. Ja, ich komme gar nicht mehr dazwischen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Fichte ist gewachsen. Ist das die Fichte? Es ist die Fichte! Wir können Neues. Auch gleich mal... Obwohl, nee, schlechte Idee. Was denn? Ich wollte sagen, in die Höhle gehen, aber nee, schlechte Idee. Wieso? Weil wir dann direkt wieder sterben. Ja, aber dann können wir... Wegen Bone Meal meinte ich jetzt. Ja, und wir können nochmal nach Eisen gucken, weil ich habe eben schon geguckt, ich habe nichts gefunden. Übrigens, meine Minecraft-Skills sind... ausbaufähig. Also ich kann mir vorstellen, dass einige von euch die Krise kriegen, wie ich Minecraft spiele, wenn ich zum Beispiel mit meiner Axt den Dirt abbaue. Aber so ist mein Way of Life, okay? Huch. Ich hoffe, ihr werdet euch noch dran gewöhnen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. So, wir machen jetzt hier mal ganz viele Fichten, weil Fichten finde ich einfach immer, also ich finde Fichtenholz ist einfach wirklich mit das schönste Holz in Minecraft. Deswegen, wo kommt er denn her? Hä? Wollt ihr Minecraft durchspielen? Also das war tatsächlich beim letzten Mal schon unser Ziel. Nein. Ich wollte gerade sagen, dass wir das vielleicht diesmal mal machen können. Also kannst du gerne machen, ich habe da kein Interesse dran. Ja, aber du kannst es gerne so machen. Also nebenbei. Ich spiele halt Minecraft, also ich meine, wie gesagt, du kannst das ja gerne machen, aber ich habe halt irgendwie da gar kein Interesse dran irgendwie. Also ich finde, Minecraft ist so für mich so schon immer so das Spiel gewesen, wo ich einfach
rumlaufe, baue, das Spiel schön finde. Und ja, ich war auch noch nie irgendwie unterwegs und habe versucht, möglichst viel zu leveln oder so. Doch, in der letzten Minecraft-Staffel ja, richtig, haben wir das gemacht. Ja, da gebe ich dir recht. Das lag aber daran, dass ich eine tolle Axt oder so wollte. Ich bin ja jedes Mal vorher gestorben. Und ja, man kann das durchspielen. Das hat tatsächlich ja sogar so ein bisschen eine Story, glaube ich, wenn mich das nicht täuscht. Ne? Ja. Aber es kam ja auch erst später dazu. Also, ja. Lukas ist nämlich Minecraft-Spieler der ersten Stunde. Nee, das stimmt nicht. Aber der dritten Stunde. Ich habe schon lange, ja, das stimmt. Aber ich bin. Also, er hatte Minecraft noch, wo es das noch nicht im Internet gab. Ja, genau so war es. Nee, aber das Ding ist halt, das ist halt wirklich lustig. Ich habe das halt früher extrem viel gespielt. Und dann wurde das ja irgendwann von Microsoft übernommen. Und dann kamen ja noch ganz, ganz viele neue Feature rein. Und die kannte ich halt gar nicht. Und weil ich das dann bestimmt 4 Jahre, 5 Jahre nicht gespielt habe. Und als ich das dann aufgemacht habe, ich war so überfordert. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was es da alles gibt und so. Weil am Anfang gab es halt wirklich, es gab Schafe, Schweine, Kühe, Creeper, Skelette, Zombies und Spinnen. Dann gab es die normalen Steine, es gab Kisten, es gab dann irgendwann Redstone und das war's so. Und jetzt gibt es ja allein schon im Base Game so viele Sachen. Ja, auch die, also das, wir spielen übrigens auf der 1.18.2 heißt es, ne? Ja, genau. Also nicht auf der ganz neuen Version, weil dann gibt es halt nicht alle Mods. Aber halt schon. Also ich finde die Sachen voll cool, die da hinzugefügt haben, ne? Also. Am Anfang war ja so ein bisschen so, Microsoft übernimmt das, wird das jetzt alles kacke. Ich finde die Sachen wirklich nice, aber ich war halt komplett überfordert. Ich muss jetzt auch mal kurz denken. Ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Tanne. Ach, ich habe ja schon wieder zwei. Ah, ne, ist Tannenbaum letztlich. So. Und übrigens hat Lukas natürlich auch die tolle Farming-Mod installiert, deswegen habe ich schon ganz viele tolle Sachen, womit man ganz viele tolle Sachen kochen kann. Ihr seid nicht ready. Ich also, die hatten wir damals was bei Minecraft auch dabei. Voll cooles im Internet gesehen. Also, ich habe ja mein Haus so ein bisschen hochgebaut. Und ich habe gerade im Internet ein Bild gesehen, da hat jemand das so ähnlich gebaut und hat unten eine Farm drunter gemacht. Oh, geil. Das sah auch voll, habe ich so gedacht, dass ich das vielleicht auch nochmal mache. Das sah richtig nice aus, finde ich. Also, ihr seht schon, tolle Dinge. Es ist einfach fantastisch. Ich liebe das. Was ist das denn hier? Ein Window. Also, falls ihr euch fragt, warum es hier so Avocado gibt. Und dieses rohe Hammelfleisch, ich habe kein Schaf getötet, Leute, ich schwör's. Da war ein Wolf, der hat es getötet und dann lag das Fleisch da und dann habe ich es halt mitgenommen. So war es nämlich. Es gibt Support, also so. Also was für ein Support? Auch keine Hilfe und Support. So, kann ich nicht, gib einfach in der Suche Support ein. Das sind so Dinger, die kannst du so unter das Dach machen oder so und die sind gerade perfekt für mich. Aber ich brauche dafür das normale Holz, weil das geht aus dem Holz nicht. Ich glaube, also wir holen jetzt erstmal noch Tanne. Ja, wie sieht denn Spruce aus? Der Baum aus? Ist hier eben ein bisschen da. Fehl am Platz. Ja, das wäre schon geil. Ja, Nina, ich habe jetzt ganz viele Bäume gepflanzt, also es kommt auf jeden Fall. Wenn ich dir Bone Meal besorge, kriege ich dann ein bisschen was von dem Holz? Ja, also wie gesagt, da oben sind jetzt ganz viele Setzlinge. Du kannst da gerne was draufknallen. Weil dann würde ich jetzt tatsächlich mal ein paar Skelette killen. Hoffentlich stirb ich dabei nicht. Dann schlafen wir jetzt vielleicht mal gerade nicht. Pass auch mit Creepern auf, ne? Ja, achso, ich kann ja auch Steinschwert. Obwohl, warte mal, Skelette ist natürlich besser mit dem Schild zu bekämpfen. Aber dafür brauche ich Metall. Eisen, Metall, alles das Matau. Gleiche. Matau! Nee, Nina, ich traue mich das doch nicht. Ich habe eine Idee. Wir lassen ein paar Monster vielleicht spawnen. Vielleicht war das der Wolf, ja. Dann gehen wir schlafen. Nee. Achso. Ja, nachts, meinst, einfach vom nachts Spiel spawnen. Ja, vom Spiel spawnen lassen, dann gehen wir schlafen. Du wolltest hier schon wieder cheaten. Na, schon wieder cheaten. Und dann haben wir morgen, sammeln wir einfach die Dinger ein. Schlau, ne? Wenn die Sonne dann kommt? Ja, genau. Wir haben Minecraft Vegan, ja. Also ein Jein. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber wir können zum Beispiel Leder, also The Vegan Way oder wie das heißt, haben wir drin. Wir sind nicht nur vegan im Sinne von, dass wir nur Beeren essen, sondern Lukas hat eine Mod installiert, womit wir, wenn wir, also wir brauchen kein Leder, sondern wir können also veganes Leder machen. Ach, darum ging es, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, es geht. Hallo an alle, die zwischendurch natürlich auch reinkommen, ne? Das, ich hoffe, ihr fühlt euch alle begrüßt. Nina, hast du zufällig zwei Leder?
Nee, ich habe gar kein Leder. Schade. Ich habe einmal Wolle. Weil dann könnte ich schon ein Backpack herstellen, weil ich habe zwei Backpack, Leder. Rucksack, Backpack. Okay, ich würde sagen, also ich möchte das Haus schon auf dem Wasser, glaube ich, haben. Also, dass wir so einen Steg haben. Kann sein, dass wir das hier einmal wegbulldosen müssen. Weil sonst können wir nur so ein Mini-Haus bauen. Aber generell müssen wir auch nicht so ein großes Haus. Ey, lass mein Boot in Ruhe. Oh. 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 Der Alex ist da. Oh. Hallo. Oh, mein Haus quietscht, Nina. Das hat gerade gemacht. Wie geil. Ja, aber das ist, hier ist vielleicht jemand. Jetzt habe ich ganz doll Angst. Leila, danke noch für die 28 ganz Monate. Ganz doll habe ich jetzt Angst. Da. Okay, ich stehe jetzt hier in der Dunkelheit, ne? Ja, ich auch. Hier spawnt aber irgendwie nichts. Ich habe auch noch keine Fackeln hier, also. Ich schon. Ja gut, da ist eine Fackel, zwei Fackeln. Die haben sie auch direkt nebeneinander platziert. Das war ich nicht. So. Wieso spawnt hier nix? Ja, ich finde die Position auch richtig schön. Also ich finde... Oh, ich habe ein Glühwürmchen. Ein richtig tolles... Oh mein Gott. Einen richtig tollen Spot. Genau, Lukas hat auch eine Mod installiert, womit es Glühwürmchen gibt. Also manchmal sieht man Glühwürmchen oder Spinnen. Wieder hinten. Lass mich alle in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Habe ich gerade Soundbugs? Nö. Ach so. Maybe. Ja, im Stream schon, aber ich höre dich normal. Okay, Nina, lass uns vielleicht mal doch schlafen gehen, weil dann müssen die beiden nicht in der Nacht rumlaufen. Becky ist auch da, aber Lukas, du hörst dich jetzt irgendwie komisch an. Warum? I don't know. Immer noch? Das geht gleich schon wieder weg. Lukas, halt bei dir etwas. Ja, aber warum? Verstehe ich nicht. Kannst du dich einmal schlafen legen, bitte? Ich liege im Bett, aber die beiden ja nicht. Lukas. Ja, ja. Nee, ich will nicht ohne die spielen. So nämlich. Nee, aber wir müssen ja Tag haben. Also ist es immer noch bei ihm da? So? Hä, weil ich höre ihn halt normal. Das ist halt so komisch. Wir hatten das aber schon mal in deinem Stream. Ich weiß aber nicht mehr, was wir da gemacht haben. Soll ich mal auflegen? Kannst du machen, aber ich glaube nicht, dass es daran lag. Okay, ich rufe dich nochmal an. Hallo. Das muss an deinem Streamdeck, an deinem GoXLR-Ding liegen. Hallo, hört sich Lukas immer noch so an? So. Besser. Jetzt ist weg. Super. Toll. So. Aus irgendeinem Grund ist einfach kein einziges... Toll, ein Enderman ist gespawnt. Super. Toll. Mann! Hat gut geklappt, unser Plan. Wieso ist denn da jetzt ein Endermann gespawnt? Das ist ja mal ganz blöd. Endermann tut, was der Endermann kann. Da ist der Beckemaus. Okay, so, also. Ich mache jetzt mal hier ein Steg. Wir schwimmen. Ah! Okay, der Endermann ist irgendwie weg. Ich glaube, der Creeper fand meinen Steg nicht so toll. Ich glaube auch. Hat er dich gesprengt? Nee, ist alles wieder okay, aber irgendwie... Also, der hat irgendwie gar nichts kaputt gemacht. Vielleicht war er im Wasser. Ach, geht da nichts kaputt? Nee. Ach so. Na gut. So. Ihr baut jetzt jeder ein Haus, genau. Was wollte ich nochmal holen? Ich wollte irgendwas holen. Stimmt, die Motter ist ja... Oh, Alex Mops. Das ist witzig, weil der heißt ja Alex. Ich wollte irgendwas holen, ich weiß aber nicht mehr was. Jetzt habe ich so viele... Ich würde ja den Chat fragen, aber der Chat sieht es ja auch gerade nicht. Ah, denken. Er fand ach ihn ja. Bombe. Bone Meal. Bone Meal. Good one. Ja, aber das wird doch, geht doch in die... Der warte Sound mal. Wieder da. Hä?
Warte mal. Mach mal das auf. Ist das jetzt immer noch da? Sag mal was, Lukas. Hallo, hallo, ich habe nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Wir hatten das aber schon mal bei dir. Ja. Also es muss, wenn du mich normal hörst, muss es an deinem GoXLR liegen. Ja, aber wieso? Kannst du das auf eine andere Quelle umstellen beim GoXLR? Enderman? Schwierig. Dafür müsste ich halt Discord komplett umstellen. Also, ja, das meine ich ja. Ja, dann müsste ich das halt auf die Quelle legen, wo ich jetzt den Theme-Sound drauf habe. Also. Jetzt eher ein Roboter, nicht mehr in der Höhle. Aber es muss ja daran liegen, weil sonst würdest du mich ja nicht normal hören, wenn es direkt an Discord liegt. Ja. Was hast du denn bei Discord für ein Ausgabegerät eingestellt? Das werde ich in Erfahrung bringen. Mach das mal. Sprach- und Videochat. System. Ja, stell da mal. Ach so. Ich mach mal Default. Nee, Default ist ja System. Es ist immer noch so. Hallo, hallo? Rede mal. Rede. Ich rede. Ja, Mia. Wie soll ich denn hier runterkommen? Oh mein Gott. Leiser? Für mich ist er lauter. Also, was... Leute, kauft euch immer das GoXLR. Es ist toll. Darf ich euch mal was sagen? Nina meinte, ja, ich brauche ja jetzt auch ein GoXLR für zu Hause. Warte mal. Hä, jetzt bist du... Sag mal was. Hallo, 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 hallo. Ich habe hier ein schönes Ding von der Marke, die es schon 3 Millionen Jahre gibt, Yamaha. Es kostet ein Drittel, es kann viel mehr, es ist einfach viel besser. Warte kurz, ich sei mal still hier. Ich will Eisen, ich weiß aber nicht, wo ich Eisen finde. Da unten komme ich nicht runter. Oh, hier, das sieht... Ja, scheiße. Sag mal was? Ich habe keine Scheiße, Fackel. Nee, jetzt höre ich dich im Monitoring. Wartet kurz. Jetzt wartet doch kurz, Leute. Entspannt euch doch. Wenn ich ihn jetzt... Nee, dann ist es ja wohl laut. Sag mal was. Hallo, 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 hallo. Boah, ist er bei mir so laut. Wir haben es gleich, Chat. Ah, da ist der Endermanny wieder. Mist. Ich kann ihn auch hier drauf machen, glaube ich. Sag mal was. Hallo, hallo. Nee, das war dumm. Oder warte. Doch, sag mal was. Hallo, hallo. Sag nochmal was. Hallo, hallo. Ich glaube, das war schlau von mir. Doppelt? Wo hast du es denn draufgelegt jetzt? Du darfst es nicht aufs Mikrofon legen. Nee, ich hab's. Okay, jetzt bist du doppelt. Ich hatte es auf Music. Ach, hier warst du schon. Hier hast du kein Eisen gefunden, ne? Sag nochmal was. Hallo. Du musst mehr sagen. Ja, ich rede mehr. Also ich gehe jetzt hier in die Höhle und gucke mal. Keinen Sinn, hier ist direkt Eisen. Da fragt man sich, was die Frau Nina hier gesucht hat. Okay, jetzt geht's erstmal wieder, aber das gleiche habe ich eben halt auch gemacht. Schauen wir mal, was wird, ne? Ja, sonst gucken wir gleich nochmal, was wird. Oder fürs nächste Mal fixen wir es sonst auf jeden Fall. Das ist natürlich schade. Bisschen Roboter noch. Hä? Ich verstehe es nicht. Wo kommt das denn jetzt her? Vielleicht hat da aber auch jemand Delay. Okay. Okay. Okay, super. Die wollte jemand veräppeln. Warte mal, warum hole ich denn jetzt Eisen? Ich brauchte doch gar kein Eisen. Na egal. Aber Eisen schadet ja nie. Ja, vielleicht finde ich ja hier ein Skelett. Allerdings Skelett ohne Schild angreifen ist natürlich auch highly risky. Oh. So, jetzt guckt man nämlich. Oh. Ist das nicht toll? Was machst du? Lukas hat eine Mod installiert, womit man die Fackel direkt auf den Slab macht. Und zeig mal mit der Kiste, das ist auch toll. Oh. Ist das nicht ein Träumchen? Also ich glaube, das ist der Traum von jedem Minecraft-Spieler.
Ja, die Kiste habe ich jetzt noch nicht, Lukas. Mach ich gleich. Nein, du sollst eine Kiste hochheben. Also. Oh, jetzt kommt Minecraft-Musik. Oh, ist das toll. Also, Lukas hat auch noch eine Mod installiert, womit man Dinge tun kann. Warte, Shift hast du gesagt, ne? Ja, und dann Rechtsklick. Shift. Nee. Doch. Nee. Doch, du darfst nichts in der Hand haben, natürlich. Ja, ich habe aber alles wohl. Ja, aber wie willst du was in die Hand nehmen, wenn du was in der Hand hast? So. Okay. Shift. Look at this. Wieso spawnt hier keine Skelette? Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich Eisen... Ich brauchte doch Eisen, Nina. Falls es dich interessiert. Weil ich wollte ja ein Schild bauen. Ja, stimmt. Und dann wollte ich die Skelette angreifen. Dankeschön. Für die 27 Monate. Und... Leunch, dankeschön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Also das ist auf jeden Fall, das sind tolle Mods, die Lukas installiert hat. Da freue ich mich riesig drüber. Chat. Riesig. Zack, zack. Zacki, so. Zacki. Knacki, knacki. Zucki, zucki geht das nämlich hier. Dann machen wir hier nämlich so ein bisschen Stege. Aber ich will jetzt mal ganz kurz die Kombination aus... ich weiß ja nicht, ob ich das so perfekt finde. Ne? Ist schon was gewachsen bei dir? Ich glaube schon. Kann das so schlecht unterscheiden. Blueberry, du weißt doch, wo du die gut gepflanzt hast. Schön, dass du da warst. Und Juli, hallöchen. Ja, aber ich habe die halt da gepflanzt, wo auch noch die Tannen wachsen. Wieso? Ja, hier ist eine. Geil. Sehr nice. Vielleicht kriegst du davon, warte mal, kriegst du davon schon Saplings raus? Dann gib mir die mal, dann pflanze ich hier auch ein paar. Exponentielles, ja, die, Wachstum. Also, du kannst doch da hingehen. Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht, wo es ist, aber ich laufe einfach mal los. Ja, direkt da, wo ich bin. Birke vielleicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, da, wo das Haus ist, was du in dem Dings gebuddelt also, hast. Das ist ein Loch. Eine Hobbithöhle. Das finde ich auch schön, so eine Hobbithöhle. Aber ich glaube, ein dunkles Holz würde noch besser aussehen, oder? Zeig mal her. Guckt euch das mal an. Oh. Ach so, wenn du das nicht möchtest, dass der das macht, dann musst du das, glaube ich, mit Slabs bauen. Ah ja, mhm. Was willst also Birke gefällt mir nicht. Du könntest auch. Du machst das schon. Diese Niese, danke schön. Das ist lieb. Ja, ich, hast du es gefunden? Nö. Da oben. Den Berg hoch. Ich hab jetzt über... Schwarzeiche, oh ja, nachgedacht. Och, haben wir halt nicht, aber... Gott, die ist auch übrigens Pain zu finden. Hey, sind schon voll viele gewachsen, Nina. Ach nee, doch ja, Vanessa nicht. Schreibt es auch gerade. Ja, aber da sind auf jeden Fall viele gepflanzt. Soll ich den mal hier wegkloppen? Wen? Den einen, der hier gespawnt ist. Ja, mach ich. Lauri, danke schön für die 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Freue mich ganz toll. Und Pia, Hallöchen. Komm, und Lisa, Hallöchen. Also Schwarzeiche wäre halt super cool. Nina, hier sind wieder die Glühwürmchen. Zeig mal. Hier oben. Chat, seid ihr bereit für Glühwürmchen? Hier sind ein paar. Eben waren mehr da. Jetzt sind sie gerade wieder weggeflogen. Hier, da. Da. Ich glaube, es kommen noch mehr, wenn es Nacht wird. Das Ding ist, Becky und Alex können ja noch nicht schlafen jetzt. Ich könnte halt auch einfach den Timeset 0 machen. Guck mal, Alex hat träum was Schönes. Ah ja, super. Oh, guck mal. Also, als ob wir hier mit Anfängern spielen. Ja, vielleicht waren die auch in dem Dorf. Vielleicht haben die das, oder sie haben halt Schaf absolute getötet. Absolute Vollprofis. Unfassbar krass, die beiden. Ja, ich muss laufen, Alex, ich bin nicht so schnell. Ah, guck mal, die waren auch in dem Dorf. Ronja, Hallöchen. Die haben jetzt gar keine Betten mehr, die Armen. Die haben uns das geschenkt. So. Nele, hallo. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, es geht euch allen gut. So. Achso, jetzt habe ich Eisen nämlich. Nämlich. Guck mal, die Kuh wollte hier, die möchte hier wohnen. Nina, es gab nicht einen Sapling? Was? Hä? Ich habe eben welche bekommen. Vielleicht hast du die eingesammelt. Hast du noch welche? Ich war doch gar nicht da oben. Also. Ich komm nochmal zurück. Jetzt gerade sind wir zu viert auf dem Server.
Das ist auch so der Plan. Also Becky und Alex muckeln so ein bisschen und wir wollten halt wieder ein Stream-Projekt haben, wo wir aber vielleicht in unserer Freizeit auch so ein bisschen, wenn wir mal irgendwas farmen wollen oder keine Ahnung, Lukas ist irgendwas Wildes wieder bauen. Vor allem gerade im Late-Game kann man natürlich das auch super machen. Ja, also ganz hier ist wirklich gar nichts entspannt. Gedroppt. Hab so Flashbacks von Minecraft und der Bubble damals, ja voll. Nina, das ist kritisch. Wie viele hast du eben gepflanzt? Ganz schön viele. Okay. Weil der hat halt wirklich jetzt... Au. Der hat wirklich... Au! Hä, tue ich dir weh? Nein, ich bin in die scheiß Blumen gerannt. Ach so, ja, das sind die gleichen, in die ich eben auch gerannt bin. Deswegen hatte ich eben kein Leben mehr. Hier ist einer. Also hier den ganzen Berg hoch habe ich welche gepflanzt. Ja, okay, das hier ist doch auch Fichte. Ja, ich meinte eher, dass der keinen gedroppt hat. Aber und dann, hier auch, das ist alles Fichte. Ab. Der hier, der da oben. Okay. Alles Fichte. Ich will dir das Haus gar nicht klauen. Ich wollte eigentlich nur auch ein Seed haben, damit ich die auch pflanzen kann. Jetzt habe ich einen. Mach ruhig. Jetzt habe ich einen. Ich wollte sagen, dass das voll süß ist, weil Becky und Alex haben sich ja bei Minecraft kennengelernt. Bei dem Minecraft-Projekt. Lustig. Süß, ne? Deswegen ist das jetzt süß. Ach man, das sieht so schön aus. Oh, F. Oh, ich hätte einen Death Counter in Minecraft noch einbauen müssen. Mach ich nächstes Mal. Das kann man doch einstellen, dass das bei Dings steht. Ja, ja, aber ich weiß nicht mehr die Befehle dafür. Ja, süß, Bernd. Mhm. Ich bin noch gar nicht gestorben übrigens. Hallo. Nur mal anmerken. Toll. Becky und der Bär. Das ist ein tolles Kinderbuch. Sag mal, ist Philipp noch da? Weil Philipp hat mir letztes Mal gesagt, was ich dafür eingeben muss. Philipp ist noch da. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich hätte schon Spruce Saplings gehabt. Aber das sind einfach die gleichen. Also, weißt du? Danne. Ja, ja, die sehen halt ja fast gleich aus. Ja. Weil ich dachte gerade, Alter, wie kann man so dumm sein und die ganze Zeit schon haben? Ich suchte die letzten Tage alle Videos von Muckel zu. Das ist eine wundervolle Begleitung bei meinen Vorbereitungen auf Staatsexamen. Oh Mann, freut mich voll. Ich habe ja auch also, jetzt die letzten Folgen noch online gestellt. Selbst wenn du das weißt, sag gerne, was ich eingeben muss. Also wir wollen den oben in der Dings haben. Also, das stimmt, das ist ja auch ein Philipp. Hör mal, super, die ganzen Philipps. Wann bin ich denn gestorben? Noel, hallöchen, herzlich willkommen. Ah ja, ganz am Anfang, stimmt. Sorry, doch, stimmt, ich bin ganz am Anfang gestorben. Ja, nimm es zurück, stimmt. Becky hat mein Löwe, mein Bär zu ernst genommen. So, warte mal, ich mache ihm jetzt mal ein Schildi hier. Kimi, hallöchen. Wie war das so, ne? Und Jules, hallöchen. Ja, Minecraft. Ich habe ein Schild, Nina. Willst du auch eins? Also, wenn du noch Eisen über hast, kannst ich. Du mir gerne was machen. Aber dann benutzt das bitte auch, wenn du gegen okay, Skelette kämpfst. Okay, der Philipp kämpfst. Weiß es leider nicht. Andere Philipp, bitte an die Information. Ach so, ich dachte, du wolltest mir damit sagen, dass du es weißt. Sorry, da habe ich es falsch oder verstanden. Oder weiß es halt auch irgendwer anders. Was war da nochmal? Was wolltest du wissen? Egal, ich mache das gleich. Ich mache das gleich. Das ist ein Command, den du eingeben musst. Also ein Cheat. Nein, nicht ein Cheat, sondern ein Command. Aber vielleicht geht das auch nur über Server. Ich probiere es später mal. Nicht jetzt. Alles gut. Hier, Nina. Dein Schild. Zack. Ein Schild von der Schildi, das ist ja toll. Mit F nimmst du es in die zweite Hand, ne? Ich weiß, ich bin Minecraft-Profi. Ja, ich erinnere mich nur daran, dass du letztes Mal dein Schild gefühlt gar nicht benutzt hast. Werde ich auch wahrscheinlich jetzt mal nicht machen. Ich krieg ein Schild von der Schildi und hier spawnt eine Schildi. Lustig. Hey Lukas, guck mal in meinen Stream. Das kann ich gerade leider nicht aufmachen. Ich habe nur zwei Monitore. Ah ja. Okay, ich muss jetzt Skelette suchen. Wahrscheinlich. Nina, safe. Wenn ich jetzt... Nee, ich suche jetzt keine Skelette, weil bis ich die Skelette gefunden habe, sind die Bäume wahrscheinlich alle schon gewachsen. Obwohl, ich guck mal einmal ganz oben in das Loch der Hölle da oben rein. Du bist so süß. Ich würde dich so gerne als Haustier halten, aber du hast jetzt so viel... Ist das die wir eben auch schon gesehen haben? Ja. Die sind echt süß, ne? Die Becky flippt aus, wenn die sieht. Und Claudi, danke schön für die 39 Monate. Das ist so lang. Ist ein ganzes Jahr. Und schon fast 3,5.
Ja, aber also wir können die vielleicht theoretisch behalten, aber hat es nicht in der Freiheit viel, viel besser als mit uns? Was schreibt Sandy? Du hast schon eine Schildi als Haustier. Stimmt. Da, ich habe ein riesen Loch mit ganz vielen Spinnenweben und alles ist voll hier. Und Skelett ist direkt vor meiner Nase. Hat heute mein, nicht. Das hat gegen mein Schild geknallt, das Skelett, die dumme Sau. Kannst du die nicht einfach einbauen? Sag mal, was habt ihr denn hier für wilde Fantasien? Die Armen! Ich hab einen Knochen. Das wir ist können hier ein riesen Gehege bauen. Alter, Alex, oh mein Gott. Also erstmal herzlich willkommen. Das ist von der Mod. Lina. Von der Alex Mops Mod. Das ist so wild hier. Aber das erkunden wir mal zusammen. Ich gehe mal wieder raus. Okay, du kannst aber ruhig. Nee, das ist ja unnormal, Alter. Da kriegen bestimmt einige Angst. Das sieht richtig gruselig aus. Inklusive mir? Nee, ich glaube, du hast vor sowas nicht so Angst. Also es sind halt auch diese Spinnenweben, die wir vorhin schon gesehen haben. Oh shit. Oh shit. Minus. Guck mal, da, der Philipp to the rescue. Oh. Und Jane, hallöchen. Was? Schön, dass du da bist. Der Philipp ist da. Philipp, hallöchen. Ja, du wusstest doch letztes Mal, wie ich den Death Counter per Command aktivieren kann, oder? Weißt du das immer noch? Nina, ich habe jetzt einen Knochen doll, ne? Krieg ich 3 Bone Meal raus. Wetten? Du bist ganz doll. Wetten, dass es da, wetten, dass dadurch keiner spawnt? Du solltest jetzt sagen, doch, da. Fuck, fuck! F. Nein, ich dachte, Nina, weißt du, wo das war? Das war die Ritze, wo wir vorhin drüber gesprungen sind. Und ich dachte, an der Stelle schaffe ich es auch. Aber an der Stelle habe ich es nicht geschafft. Wie soll ich denn da jetzt runterkommen? Da ist mein Bone Meal drin. Oh Gott. Gut, dass wir das jetzt gemacht haben, bevor ich gestorben bin. Alter, wie soll... Alter, meine Leiche liegt da so. Alter. Ha! Da kommt eine Spinne! Oh mein Gott, Nina. Entschuldigung, dass ich gerade so rumschreie. Ich bin jetzt wieder ruhig. Aber nee, ist alles okay. Hier sind so kleine Dinger. So, die sind so orange mit so schwarz unten dran. Wenn du da drauf... Das ist ein Spinnenei. Wenn du da drauf springst, spawnt eine Spinne. Das ist ja widerlich. Ja. Oh, hallo? Ich bin da gerade voll... Aber du kriegst keinen Fallschaden, falls es dich interessiert. Ach, toll. Weiß jetzt nicht, was besser ist. Ei. Also irgendwie hört sich das an, als wäre hier... Das ist ein bisschen wie arg mit dieser Leiche jetzt, finde ich. Ja, also, dass du halt auch so hingehst und alles rausnimmst und so. Ja. Also, für die, die eben bei Lukas' Stream noch nicht dabei waren, Lukas hat auch eine Mod installiert, womit, wenn man stirbt, die Leiche da liegt. Und man nicht einfach nur die Sachen da rumliegen. Aber da Nina nie stirbt, werdet ihr das niemals sehen bei ihr. Genau, so ist es. Und Animaus, hallöli. Und Cemetery, ja, Lukas nimmt auch für YouTube auf. Also ihr könnt Lukas' Ansicht quasi auch auf seinem YouTube-Kanal gucken. So wie das, was wir halt hier vorgespielt haben. Und ganz vielen tollen anderen Content. Und wenn ihr Simfinity Nina auf YouTube, also Nina, also Simfinity, also die macht Sims nämlich. Da. Lukas kann nämlich meinen Namen nicht schreiben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, die erzählt Geschichten in Sims, Leute. Und die macht das besonders gut. Also deswegen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann ist jetzt der Moment, da hinzugehen. Oh ja, das habe ich nicht gesehen, Philipp, sorry. Warte. Ich muss auch sagen, dass ich nicht in den Chat geguckt habe, ehrlich gesagt, als ich gerade gestorben bin. Warte, oder Philipp, schreib es einfach nochmal. Posten einfach nochmal rein. Mach mal richtig Spam jetzt hier rein. Hab's Lukas Xandi im Discord geschrieben, Xandi, also, danke. Jetzt geht's aber los da hier ist er mit noch mal. Profi-Arbeit. Warte kurz, ich muss hier einmal rein ins Haus. Warum sind hier eigentlich jetzt 2 Boote? Ihr Lukas, seid hast du hier ein Boot stehen lassen? Ja, ich habe da ein Boot hingestellt. Okay. Philipp, ich danke dir von Herzen. Ellie, süß. Und mal gucken, ach, das sind 2 Commands, und ne? Mimi, hallöchen.
So, dann nehmen wir erst und Mana, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Und Lotte, willkommen zurück. Oh, Profi. Ich danke dir, Leute. Xandi und Philipp loben. Und Lelela. Für Bescheid sagen. Ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Oh, ich love, ich love, ich love, ich love, ich love, ich love, ich love. Ja, Entschuldigung, setz mich nicht unter Druck. So. Achso, Lelela heißt auch leer. Ja, weiß ich, glaube ich, sogar eigentlich. Aber bin gerade ein bisschen dumm. So. Lelela klingt aber so schön. Ach toll, ist jetzt mein Ding gewachsen? Kira, wir spielen einfach einen Survival-Multiplayer-Server. Ach, guckt euch das an. Ich knall jetzt hier mein Bone Meal drauf, einfach weil ich Bock hab. Ja, es toll. Ist einfach, als wäre man gestorben. Okay, einen Baum konnte ich damit züchten. Immerhin. Einfach doof. Immerhin. Das ist eine gigantische Kaulquappe. Das ist eine... Scheiße. Nee. Nee, mein Ding ist durchgebrochen. Ein Oktopus. Aber ich hab ja schon Eisen. Ich kann mir jetzt eine Eisenangst machen. Die Commands sind zwei, weil du mit einem ja den Counter erstellst und der zweite mit dem... du die Anzeigeart konfigurierst. Richtig. Sagt der Philipp. Ach so, ja, das weiß ich. Also, ja. Aber danke. Danke für den Wisst ihr, Chat, ihr dürft dem Lukas einfach nicht genau zuhören, was er so sagt. Das ist... Wieso? Ja. Hä? Wie du gerade gesagt hast, ob dein Ding gewachsen ist. Ja, mein Baum. Höchst verstört. Ich nenne das Baum. Hier schauen Kinder zu! Ja, ich meinte doch auch den Baum. Den nenne ich Baum. Weil, ich habe Nina neulich gefragt, was der Unterschied zwischen einem Baum und einem Busch ist. Und ein Baum hat nur einen Stamm. Also das war ein Real-Life-Gespräch mal wieder von uns, ne? Also wir das saßen, war zumindest unsere... Ey, das war so ein richtiges Rentnergespräch. Wir saßen im Garten und haben so auf die Bäume geguckt. Und haben das überlegt. Nee, also ein bisschen anders. Du hast gesagt, mein Olivenbusch. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Baum. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich der Unterschied? Der Olivenbaum ist aber auch nur so groß. Ja, ist ja egal. Dann habe ich gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Busch und einem Baum? Und dann habe ich so gesagt, und dann haben wir, glaube ich, gleichzeitig gesagt, ja, der mit dem Stamm, ne? Ja. Oder irgend sowas. Ach, keine Ahnung. Das war die Geschichte. Von Lukas und Nina. Und dem Buschbaum. Dem Buschbaum. So. So. Ich mache jetzt erstmal nur das und dann mache ich das. Ich mache das jetzt auch. Nina, denk Reicht dran, mit A kannst auch. Du dir Sachen... Hat den Fortschritt, wir machen ein bisschen Trolling. Was ist das dann? Hast du gehört? Mit A kannst du dir Sachen favorisieren. Ah, das ist cool. Also, weil manche Sachen muss man ja öfter mal nachgucken. Ja, danke schön wieder. Zum Beispiel meine tolle Kiste hier, die ich jetzt schon wieder nicht wiederfinde. Ja, oder tolle Dinge. Sag mal. Nina, es gibt auch ein Vögelhäuschen. Eine Mailbox, Entschuldigung. Was? Eine Mailbox, da kannst du, also einen Briefkasten. Kann ich dir Briefe schreiben? Ja, aber du kannst dann die auch im Briefkasten legen. Also Briefe kannst du ja sowieso Das hat Potenzial für einen Podcast von euch beiden. Ja, wir finden die Idee ja auch nicht komplett scheiße, aber wir wollen, dass er dann halt auch einen Mehrwert hat. Wo ist denn jetzt mein Gott? Also nicht, nein. Support hieß die das. Die Geschichten aus dem Live-Finity-Garten. Geschichten aus dem, scheiß, Mann. Sind die irgendwie in der Höhle, kann das sein? Das weiß ich nicht. Hat der Busch nicht auch einen Stamm? Ja, aber wir haben gedacht, dass ein Busch auch so mehrere... Ja, aber nur einen. Es ging, also das genau. Weiß ich auch nicht, ob das die Definition ist, aber das war jetzt so, dass ein Busch ja ganz viele hat und ein Baum hat halt einen Stamm. Das war unsere These. Scheiße. Ist natürlich auch blöd jetzt mit dem... Ja, der Oktopus ist mein Bro. Ach, ne? Eigentlich geil. Tintenfischi? Tinti. Nochmal kleine Tinti. Warum habe ich eigentlich noch mein Schild in der Hand? Sag's nicht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, also, aber naja. Was wolltest du denn Nisi, sagen? Nisi, hallo. Und Nana, hallo.
Das Modpack ist von Lukas zusammengestellt. Ach toll, Mods. Dass ihr das Modpack schön findet. Das hat auch, ja. Hab ich noch lange gesucht nach Mods. Ah, da wirklich. Also da könnt ihr jetzt auch mal den Lukas eine Runde loben. Nee, so wollte ich das jetzt doch, nicht. Doch, doch, rein da, komm jetzt. Ernte deine Lorbeeren. So, aber mein Problem ist jetzt hier, dass ich nicht, also das Holz finde ich toll. Aber mir gefällt halt wirklich dein Baustil nicht. Ach, die Eiche nicht dazu. Die, wie heißt sie denn? Die Fichte. Hast du gerade dein Baustil gesagt? War doch nur ein Witzchen vom Fritzchen. Ich danke euch, ihr Lieben. Ich wollte vielleicht lieber eine Schwarzeiche, aber die finde ich ja jetzt niemals. Das sieht ja auch toll aus. Svenny, willkommen zurück. Oh, ich muss alles abreißen und neu bauen. Bäume haben einen dominierenden Stamm, der einen erheblichen Durchmesser erreichen kann. Sträucher hingegen haben mehrere Stämme direkt aus dem Erdboden. Jo. Kein Stamm dominiert wirklich. Das war unsere These. Das war unsere Aussage, ne? Das war also... Würde ich jetzt mal so sagen. Schlau. Einfach schlau. Ich finde, wir könnten auch einfach Doktoren werden. Nee. Warte mal, wir gucken uns jetzt nochmal... Okay. Nina, du kannst nicht mal Blut. Okay, Doktor heißt ja nicht zwingend Doktor. Ja, ja okay. Genau. Nehme ich zurück. Hast recht. Wartet, Chat, bevor ihr jetzt ausrastet. Wartet kurz. Rastet hey. Aus. Kaffeekanne! Vielen Dank für die 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir auch einen wunderbaren, entspannten Abend. Und Mr. Nougat! Hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meiner Welt. Die macht sie, wie sie sich gefällt. Ja. Ach Mann, das ist doch alles belastend hier. Guck mal, die Schildi ist tatsächlich immer noch hier. Die wohnt jetzt hier, Chat. Guck mal, wir brauchen die gar nicht einsperren. Die wohnt hier. Solange sie nicht stirbt. Weißt du, was auch lustig ist? Wenn du mit einer Axt haust... Hier ist noch eine! Und dann so daneben haust, dann macht das so... Okay, ich höre auf zu reden. Nee, habe ich auch schon festgestellt. Aber Lukas, ich habe hier eine Schildkröteninvasion. Das ist ja toll. Ich sag dir, in 2 Stunden gehen die dir auf den Keks. Nee, die machen nichts. Die sind alle ich habe hier eine Fliegeninvasion. Wahrscheinlich, weil ich stinke. Ja, ich glaube auch. Und Anne, herzlich willkommen im Stream. Hallöchen. Und Paprika-Kind, willkommen zurück. Und Annika, hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Wehe, das... Ey, mir wurde ein Block geklaut. Die bauen eine Population auf. Ja, wirklich. Richtig toll. Ich freue mich darüber. So, wartet mal. Jetzt. Die Population. Die Popo. Nein, Popo. Weißt du, also... Das ist... Ich habe jetzt schon wieder dumme Ideen, weil für meine Pläne brauche ich nämlich Laternen. Nina, Laternen machen bau doch erstmal ein einfaches Haus. Nee, weißt du was? Ist mir egal. Ich baue jetzt gar nichts. Wir holen uns jetzt auch Eisen. Ja, das ist auch eine gute Alternative. Ich brauche jetzt Eisen. Wieso? Lukas, es tut mir leid, aber ich muss jetzt noch mal kurz so eine Holztruhe machen. Warum? Ja, weil... Nein, Nina, stopp. Ich hab's schon gemacht. Ja, warte, stopp jetzt. Hab schon. Nein, stopp. Ich hab's schon. Ich komm, Nina, ich klopp dich, ich töte dich. Ich hab mein Schwert schon rausgeholt. Komm jetzt her. So, nimm jetzt deine Truhe. Bau die ab. So, leg die hier rein. Leg die in die Mitte. Und hol die raus. Du brauchst nämlich die normale Truhe. So. Ah, ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, das sind nämlich die Quarktruhen. Das habe ich dir vorhin schon erzählt. Weil die haben verschiedene Skins. Verstehst du? Und die normale nicht. So, jetzt brauchst du... Ich habe vergessen, wie die heißt. Kurz vergessen, wie die heißt, die Box. Das war das Crate? Ja, ich glaube... Oder war das die falsche? Ja, da gibt es verschiedene von... Wie bist Kakao du? Was, Katzalo. Wie schreibt man das? C-R-A-T-E. Ah ja. Du hast welches Holz? Spruce-Wood, ne? Oh, das ist natürlich auch direkt ein schönes. Du legst jetzt, hast du Strip... Lukas, ich brauche keine schöne Kiste, ich brauche eine Kiste. Du brauchst eine schöne Kiste. Hier. Nimm jetzt mal, pass mal auf jetzt. Wo ist denn jetzt hier? Ich bin verwirrt. Also Nougat, ich werde, glaube ich, die nächsten 3 Jahre... Hä? Hast du gerade meine...
Ich habe gar nichts. Doch, wirklich. Meine... Ach, die... Lukas, was? Wo sind... Ach, da. So, komm mal hier raus aus deinem Menü da. So, mach mal hier raus so Dingsholz. Rechtsklick mit deiner Axt. Oh. Nein, rechts. Das passiert immer einfach so, weil ich auch so sehen auf der zweiten Hand. Jetzt bau das mal ab. Wir sehen auch Holz ab. Bau das ab. Schlechte Zeiten. So. Ich glaube, das. Warte mal, mir fällt gerade ein. Ich glaube, du hast zu wenig. Du musst die zwei auch noch machen. Mach die zwei auch noch. Nimm die mit. Mach daraus jetzt die Loks. Also, du musst die jetzt hier so reinlegen irgendwie. Warte mal, ich habe vergessen, wie das geht. Wie denn? Da, du musst vier nebeneinander legen. Stirbt hier gerade ein Huhn? Weiß ich nicht. Nimm die mal. So. Und jetzt musst du noch einen Slab machen. Die mache ich dir mal. Falsch. So. Und jetzt leg mal die Truhe in die Mitte. Nina, es wird Nacht. Zack, zack. Die Truhe in die Mitte. Truhe in die Mitte. Und an die Seite die Loks. An die Seite die Loks. Überall verteilen. Oh. Wieso hast du nur vier? Ja, weil waren... Also, hä? Ich habe dir 8 Hölzer gegeben. Daraus musst du 8 bekommen, nicht 4. Ja, wir müssen jetzt erstmal ins Bett. Erstmal ins Bett. Weil neben Beckys Bett stehen Bären. Du hast bestimmt nicht alle Hölzer gerade verarbeitet, stimmt? Sondern nur. Nee, du hast gesagt, nimm das raus. Ja, du solltest alle machen. Natürlich. Pika, hallo. Lena, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ach, Leute, ey. Das ist eine halbe Wissenschaft, ja. Nee, und der Kerl eben nicht, weil du wieder nicht zugehört hast. Super. So nämlich. Oh. Jetzt wird wieder gesagt, ja, Lukas, ne, sondern nee, so nicht. Ja, so reden wir immer hier. So, also weißt du jetzt, wie es geht? Lukas, ne. Ja, klar, gar kein Problem. Warte mal. Also, ja, kein Platz. Warte mal, ich pflanze mal noch ein paar von den Bäumchen hier auf. Ja, nee, ich habe ja... Nina, du musst... Lukas, es geht nicht. Doch, oh mein Gott, wie kann man so unfähig sein? Ich komme jetzt dahin. Ich habe 1 zu wenig. Ja, aber ich habe dir 8 Hölzer gegeben. Ich habe aber nur... 7. Das kann nicht sein. Ich schwöre. Das kann nicht sein. Ich habe dir 8 gegeben. Chat. Andere Holz. Warte, ich komme jetzt da vorbei. Und ich bringe auch einen Creeper mit übrigens. Wo du 4 von hast. Ja, ach so. Ich hab's jetzt. Ach, jetzt, wo ich hier bin. Das Gute ist, ich kann jetzt beobachten, was du hier tust. Ich hab's jetzt. So, und jetzt weißt du wie, ne? Ich hab's jetzt. Ja, warte kurz. Jetzt Truhe. Zack, zack. Zack, zack. Und jetzt hast du eine richtig große Truhe, wo richtig viel reinpasst. Wir schieben es trotzdem alles auf Lukas. Exakt. Okay, Achtung, seid ihr bereit, Chat? Es kann sein, dass wenn du die jetzt aufmachst, dass sie hinten in den Block rein aufgeht. Ja, das ist ja blöd, ne? Weil wir wollen jetzt die Full Experience. Machen wir sie hier hin. Also ich weiß halt nicht, in welche Richtung. Lukas kann einfach nicht gut erklären. Exakt, Sandy. Ja, genau, ich kann die gut erklären. So, also, ich war Tutor. Wie ist das noch? Sag mal. Aber rechtsklick. Guck mal, wie viel da reinpasst. Ja, wenn du die zumachen willst, musst du halt oben den Button drücken. Ansonsten bleibt die halt auf. Welchen Button? Oben steht close. Schatzi, du musst die erstmal aufmachen. Also, close, Gray. Ich hab's jetzt. Aber guck, es ist wirklich eine tolle Box, oder Chat? Ich meine, ich finde, Applaus also ich finde, der Aufwand lohnt sich schon. Du hast noch mehr als in einer Doppelbox. Nee, ist ja auch so. Und das ist voll platzsparend und sieht cool aus. Das ist wirklich eine tolle Box. Ich meine, das ist nicht nur ein Scherz. Naja, lacht euch ruhig über mich kaputt, ist okay. Es ist eine tolle Box. Dafür reiße ich dir jetzt die Häuser hier vor der Tür ab. Die Bäume vor der Tür ab. Nein, die gehören zur Dekoration. Ja, okay. Welche? Wo denn? Nee, jetzt lasse ich die da stehen. Mir jetzt egal. Lukas, da oben sind böse Männer. Wo? Auf dem Berg, wo die Fichten standen. Was machen wir denn jetzt? Nix, einfach nicht angreifen.
Lukas, die mit den Armbrüsten. Ja, nicht, dann killen wir die halt. Die sind doch wieder weg. Die haben dich nur ausgecheckt, ob du hier bist und ob du gut oder böse bist. Und wenn du gut bist, dann bist du gut. Und wenn du böse bist, dann killen die dich. Nein, keine Ahnung. Wenn die kommen, dann machen wir die platt. Ich bin Profi. Ich habe jetzt schon eine komplette Ausrüstung. Das weiß ich. Nina, wir sind doch Pro-Gamer, oder? So, also ganz entspannt. Ich habe ein Holzschwert, ein Steinschwert, ne? Ja, ich habe auch ein Steinschwert, aber wir sind doch Profis. Auf sie mit Gebrüll? Nö. Ich würde die da einfach lassen. Lukas, die sind direkt über meiner Base. Siehst du, wo die sind? Nö. Ach, da. Ja, lass die da mal. Lukas. Mann, ich will nicht die ganze Zeit hin und her rennen. Ich will mein Haus hier bauen. Ich kann aber so nicht existieren. Willst du, dass ich sterbe? Nee, das nicht. Und die armen Kühe da oben leben auch schon in Angst und ja, Schrecken. Ja, ich eile dir zur Hilfe. Danke.